So, herzlich willkommen zur zweiten Partie heute in der Clan-Liga, Saison 7. Wir spielen jetzt gleich Tuned Picker gegen Mofu Jones. Und mit mir castet der liebe Fantasy. Hallo zusammen. Und du hattest gerade ein Aufwärmmatch gegen Mofu. Konntest es relativ knapp gewinnen. Auf jeden Fall sehr ausgeglichen, also definitiv bis jetzt auf jeden Fall ein schönes Match. Also gehe ich davon aus. Ich würde schätzen, Tune ist ein bisschen besser in Form als du. Ja, definitiv viel mehr Practice. Mal schauen, ob es ein 1-1 wird oder auch ein 2-0. So, und wir sind Je gerade nachdem. im Veto-Prozess. Mofo hat ein bisschen rausgenommen, Tune nimmt Sequencer raus und jetzt darf sich jeder noch eine Map auswählen und die wird dann gespielt. Wie immer gibt es bei uns auch ein Unentschieden. Der Gruppenphase. Schauen wir uns das Ganze mal an. Sind noch nicht angenommen, die Party hier Ja, neu, okay. er muss sich die Maps anschauen, deswegen Ach so. wartet er noch. Macht natürlich Sinn, das stimmt. Okay. Dann haben wir, glaube ich, alle Maps. Also, wir werden Ascension, Bayur und Odyssey spielen. Okay, also ist ja schon bei gerade schon auf der Aufwärmpartie gespielt. Das heißt, da ist Mofu dann auf jeden Fall mal vertraute Umgebung. Aber an Ascension, also ist eine relativ große Map. Wie viele Maps im aktuellen Map-Pool. Und da würde ich zumindest dann irgendwie einen Late-Game-Terraner Vorteil sehen. Weil es einfacher als Terraner ist, dann den Protoss auseinanderzuziehen. Mit PFs kann man doch einfacher Basen dann nehmen. Das stimmt. Außer kriegt der Tempest früher noch raus, irgendwie, ne? Ja, auch, aber auch Tempest sind ist eine sehr langsame Einheit. Ja, Da klar, das bist du auf jeden sehr Fall. immobil. Also ich will nicht sagen, dass man es nicht gewinnen kann, aber einfach tendenziell im Vergleich zu kleineren Maps kann es schwierig sein, je nachdem, was für ein Spielstil auch der Gegner macht. Wird auf jeden Fall sehr interessant und sehr spannend. Nach Map 1 ist Mofu kurz vor 10 Ah, Minuten weg. ja, beide haben ready geschrieben, dann warten wir doch mal. Vielleicht schauen wir auch kurz mal auf die aktuelle Tabelle, beziehungsweise ich erzähle sie euch einfach. Also, Tune steht bisher 1-1, hat gegen mich, also gegen Pressure, 0-2 verloren, gegen Chris Merrick 2-0 gewonnen. Und das sind auch schon alle Partien, die wir bisher gespielt haben. Ich glaube, ich bin in deiner Vision sein. Bist du gerade unten bei Tune? Genau. Ja, okay, gut, wunderbar. Dann rechts unten als blauer Terraner gespawnt, Trigger. Keine Wallboard. Und wen haben wir oben? Oben links haben wir den roten Protoss, Mofo Jones. Finde ich auch interessant, dass er keine Wall baut. Es gibt Terraner, die bauen aktuell immer keine Wall, weil sie Angst haben vor dem Pylon Rush. Ja. Dann. Aber früher oder später braucht man, glaube ich, trotzdem eine Wall, weil Adept ist doch relativ gut. Oh, Oxy. Das macht natürlich dann Sinn, dass er keine Wall hat, wenn er. Und genau das gleiche hat Tune in der ersten Map auch gegen mich gespielt. Okay. Also ein Proxy Reaper,
Dann hat er Factory aber dann zu Hause gebaut, weil ich die relativ früh gebautet habe. Und dann aber auch eine Proxy in Starport mit Banshees hat er dann gespielt. Ui, also so quasi eher TVT-like, okay. Ja, aber auch durchaus eine gute Ja, klar. Taktik im PvT, TVP. So ein Mofu sieht Doppelgas. Die Alarmglocken sollten läuten. Er sollte keine Exe nehmen und er nimmt auch keine. Also den relativ zügigen Cybercore und ein zweites Gas, genau richtig von Mofu. Was man da auch machen sollte, ist ein Zealot bauen. Einfach damit der Reaper nicht so viele Probes tötet. Ja, und immer in Bewegung bleiben muss. Ja, stimmt. Was Tune jetzt auch relativ Auch schön der macht, das hat er Auftrag. auch gegen mich gemacht, ist, du baust die Barracks an der einen Ecke und Ja. dann Starport oder die Factory an der anderen, falls eines halt gescoutet wird und die Barracks scheint. Ja, sieht Ah, die fährt Mofu. dran vorbei. Aber auf dem Rückweg könnt ihr die vielleicht Obwohl, sehen. gerallied, obwohl. Dann nicht, ganz Hat er knapp. nicht gesehen, nein. Aber der Reaper ist jetzt drin und Mofu hat auch ein Zealot gebaut. Chronoboost Stalker. Was sagen? Ja, bisher Der gutes Micro. Reaper hat. Also, da geht er down und der hat keine Probe Ja. bekommen, oder? Das war sehr gut abgewehrt, definitiv. Schön gemacht, alles richtig gemacht. Das ist ja natürlich, ich sag mal, jetzt nicht vorne, aber auf jeden Fall. Oh, Starport gecancelt von Tune. Ich glaube, nee, es war kein Starport. Er hatte kurzzeitig zwei Factories im Bau. Ach so, Also, er hat hätte ich zu sagen Hause sollen. eine Factory gebaut und dann an der Proxy-Location. Ja. Die hat er dann natürlich gecancelt. Was sind wir mit zwei Ja gut, Factories? das macht keinen Sinn, außer er will auf mich gehen, aber. Und ein Tech Lab an die Factory. Also gehe ich davon aus, dass wir einen Tank sehen werden. Ja, interessanter Wohl, muss ich sagen. Nächster Reaper geht jetzt rein, kriegt vielleicht jetzt mal eine Probe. Nein, auch nicht. Jetzt ist der M-Core draußen, das heißt gleich, wenn er nochmal reinspringen sollte und Tune und Mofo aufpasst. Kommt dann auch der Pylon Overcharge soweit. Ja, also Mofu steht relativ sicher. Baut allerdings keine Probe selber, ist die Frage, was er machen will. Will er jetzt irgendwann, also so langsam müsste er expandieren und es scheint so, als wollte er jetzt expandieren. Ja, macht er auch. Reaper steht da. Aber denkt sich dann jetzt auch. Kommt aber nochmal anscheinend davon, ja. Tune baut zu Hause ein Turret, also er rechnet eher Interessante mit Build. Starport. Eine sehr interessante Build, also habe Und ich jetzt, so auch noch nicht gesehen im TVP. es ist jetzt auch wieder eine Cloak Banshee. Und Obwohl gerade Mofu ist gerade auf. Starport Opening ist eigentlich relativ üblich. Und da hat man natürlich wenig Detection. Aber auch die Robos gebaut. Tune hat die Barracks in die Main geflogen. Konnte einen Ja gut, der Marine, eine aber. Marine, der wird ja nicht viel machen können. So, aber es ist ein Richtig. Angreif parallel auf Seiten von Na, der Mofu. Tank, der hält dort aber auf. Ja, aber der kann angegriffen werden. Aber ein Macht Stalker trotzdem zu fällt. viel Schaden. Wir sehen jetzt auch die Echse von Tune ja, auf dem High Ground. Weitere Barracks zu Hause. Jetzt ist die Banshee schon fertig, ja. Was ich nicht schön finde, ist, dass Tune die Banshee schon gezeigt hat, bevor sie Glock hat. Ja. Da kommt jetzt auch der Overcharge, da sollte gleich ein zweiter Overcharge fallen und dann fällt die Banshee. Na, hat er nicht genug Energie, oder? Doch, er hat die Energie, aber. Oh, okay. Das ist soweit auch abgewehrt. Also bisher, Tunes Bild so, sag mal, ausgefallen und kreativ sie sein soll, also da gerade wirkt sie nicht besonders. Ja, also die Idee Ja. war, an sich ist die Idee, glaube ich, nicht schlecht. Ja. Aber Mofu hat auch relativ gut reagiert. Richtig. Aber ich denke, das Spiel ist noch offen und vor allen Dingen ist Opening gar nicht so schlecht. Also, man hat 5 Worker mehr. Er hat jetzt gleich wahrscheinlich einen starken Tank-Push. Die nächste Banshee kommt rein, kann nochmal ein paar Worker rausnehmen. Action ist allerdings da. Ja. Die Probes fallen. Benji fehlt jetzt aber auch. Einzigste, was nicht so gut ist für Tune, ist, dass er. Also, er musste zu Hause erst die Barracks nachbauen, hat jetzt da zwei Barracks. Dim ist sehr delayed, Combat Shield ist sehr delayed. Ja, und Mofu hat die zweite Base auf jeden Fall jetzt komplett auch fertig. Ist dabei, sie zu saturieren. Da kommt jetzt ein Oracle, das wird sich die zwei Marines holen. Und Das ist dann. natürlich, ja, gute DPS, ne? Ja, gute DPS, aber hält nicht lange. Also einen zweiten Tank wird es Naja, wahrscheinlich nicht klar. bekommen, da läuft's aus vorher.
pariert auch, also das wird auf jeden Fall dann so viel Schaden machen können. Nochmal zwei Marines. Aber auf jeden Fall. Und es ist fast wieder even von den Workern. Ja, kriegt nochmal 6 Worker. Ja. Und nochmal einen 7. Worker, vielleicht sogar einen Tank. Nein, da geht die Energie aus. Also das Oracle hat sich auf jeden Fall gelohnt. Insgesamt 11 Kills. Ja. Jetzt ist Movover mal so frei vorne. Hat schon 2 volle Bases am Laufen. Ah. Obwohl nicht ganz, sind 8 Worker, da geht noch ein bisschen mehr. Der hat nur 3 Worker mehr als. Du hast gerade auch ein bisschen von der Worker Production. Man muss natürlich auch die Mules mitrechnen. Ja, klar. Zweite CT wird jetzt gerade, ist gerade im Bau. Was sehen wir bei Mofu? Interessante Wahl. Immortals und Voidress. Gegen beides muss man eigentlich nur Marines bauen. Banshee knabbert so ein bisschen an Pylon. Der Overcharge, aber die Banshee sollte den Pylon töten. Weg. Joke auch vom Voidray. Auf jeden Fall. War eine etwas ausgefallenere Partie. Auf jeden Fall eine sehr ungewöhnliche, interessante Partie. Ja, aber viel Action. Ja. Oracle geht nochmal rein, bekommt 2 Worker. Und das ist auch, sag ich mal, das Schöne an der Clan-Liga, dass. Ja, ist es nicht ungewöhnlich, dass wir relativ interessante. Ja, man kennt sich auch untereinander und. Und Mofu scheint jetzt angreifen zu wollen, also seinem Army. Sieht schon. Sich raus. Die sieht nicht allzu klein aus. Nee. Der Voidray auch dabei, kann gegen die Tanks einiges machen, wenn dann die Marines rausgefokust werden sollten. Parallel bewegt sich eine Banshee von Tune wieder in die Natural von Mofu. Da ist allerdings eine Cannon und der Mothership Core. Erstmal High Five mit dem Starport gemacht. Ich glaube, das wird jetzt sehr schwierig zu halten. Bunker kommt, aber ja, ein Tank ist am Low Ground. Ah, Oracle. Da fehlen jetzt halt jetzt die Marines, auch das Guardian Shield ist ziemlich gut und alle Marines sind down. 3 kommen jetzt nochmal nach. Die Tanks machen sehr viel Schaden. Aber jetzt kann der Voidray natürlich die Tanks rausnehmen und auch die Mortal ist ziemlich gut gegen die Tanks. Muss jetzt auch jetzt zum zweiten Mal Worker ziehen, hat jetzt schon 10 verloren, 11 verloren. Könnte auch sofort Field auf die Rampe setzen. Vor allem kommt jetzt das Warpressen und überhaupt nochmal eine Runde rein. Das sieht sehr gut aus für Mofu. Ja, auf jeden Fall. Army Supply ist gedoppelt. So viele SCVs verloren. Ist unser Force Field. Das sieht nach einem 1:0 aus. Ja. Für Mofu Jones. Und versucht jetzt nochmal das Orbital zu evakuieren. Oder Void hat gerade seinen. Das mit dich alleine. Muss er reparieren. Ah, Alter, ist verloren. Okay, es scheint wohl. Im ersten Moment kommt er da nicht hoch. Aber ja, es sollte auch nicht runterrennen, der Tune. Ja. Jetzt kann Mufu einfach hochrennen und. Ja. Wenn der Tank fällt, sollte das Spiel vorbei sein. Dann steht er in der Production. Nochmal, werden nochmal die SCVs gezogen. Also, die wird vielleicht auch nicht mehr so viel machen. Und das GG. Und 1:0. Ich sag mal, viel war auch geschuldet diesen Opening. Also es scheint so, dass Tune nicht so ganz sich sicher war, wie er weiter vorgehen muss, wenn das Opening nicht so läuft, wie er denkt. Ja, also jetzt auf jeden Fall. Weiß ich, er hat glaube ich zu viel in die Banshees committed. Die haben halt mal ein paar Worker gekillt, aber letztendlich nur 3 bis 4, vielleicht höchstens 5. Und dafür lohnt die sich eigentlich. Das ist viel zu viel Investment gewesen. Ich denke einfach auch die. Es war wirklich die Tatsache, dass die Rex einfach zu spät waren. Das auch. Also hätte er ein bisschen mehr Marines gehabt, dann wären die Voidress vielleicht schneller gefallen. Dann wären die Tanks am Anfang nicht gegen das Oracle gestorben. Ja, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Oder ein Turret der Engine hätte ja auch geholfen. Hätte auch geholfen. Aber Turrets hatte er eigentlich relativ früh. Sag ich mal 5 Minuten, bevor das Oracle kam. Aber halt nur. Ecoline war auch so weit in Ordnung. Nur halt leider bei den Tanks nicht. Und mal schauen, wie Map 2 wird. Auch eine sehr schöne Makro-Map. Mit Gold-Bases dabei.
bereit. Auch bereit, damit starten wir die Map. So, kann ich den Ausgleich schaffen? Also Tune kann nicht mehr gewinnen, das sollte man vielleicht nochmal erwähnen. Geht maximal dann bis zum Unentschieden. Das ist die letzte Map für diese Partie. Auf jeden Fall mehr als spannend. Sollten wieder an deiner Sicht? Also hoffe ich. Schon, es gibt ja nur... Mal richtig einstellen. So. Dann haben wir links oben in blau gespawnt Trigger. Gerade 0-1 hinten gegen Movo. Und unten rechts, diesmal in orange, unser Protoss Movo Jones. Diesmal sehen wir einen großen Unterschied. Tune baut seine Depot und auch seine Barracks zu Hause. Das heißt, wir werden wahrscheinlich so ein Standard Reaper Opening sehen. Ja, Reaper Exe und dann vielleicht ein Liberator oder Widowmine Drop oder. Also spontan würde ich sagen Widowmine Drop, weil ich habe auf der Karte auch gegen ihn gespielt und da hat Tune einfach ein Widowmine Drop gespielt. Ja. Dann ist ein bisschen Tank Bio gegangen. Okay. Bautet relativ früh. War nach dem Pylon oder nach. Wahrscheinlich nach Gateway. Schmeißt so ein bisschen. Da kommt der große Bruder des Depots und schmeißt die Probe. Alle Standard bisher. Wir sehen Nexus bei Mofu vom Cybernetics Core. Jetzt und auch bei Tune sollte jetzt. Bekommen. Aber ein Marine sehen wir hier, kein Reaper. Kriegt er für die Pro oder kriegt sie nicht? Kein First Blood. Ja. Oh, nee, kein First Blood. Deswegen nicht hätte die bekommen. Ja, hier mit 100% spielen auf beiden Seiten. Hm, okay, das ist natürlich, das ist natürlich 80%, ne? Ich hatte 80, ja. Und. Das hat er interessanterweise auch gegen mich gemacht. Er ist mit dem ersten Marine rübergelaufen. Und probiert da jetzt immer Props zu töten. Und normalerweise ist die Reaktion als Protoss, wenn du siehst, da geht Marines, dann delayst du eigentlich deine Einheiten, weil du. Da kommt kein Reaper, du brauchst am Anfang keinen Mothership Core, keine Defense. Ja. Deswegen finde ich das eigentlich einen interessanten Move, aber ich glaube nicht, dass er wirklich Schaden machen kann. Gut, ein Marine ist es natürlich. Nee, er ja, kostet nicht viel. Nervig, aber... So ein bisschen Scouting, aber ich ja. Finde es irgendwie interessant, irgendwie witzig, dass er das. Ja. So, den. Die Robo auf Seiten von Mofu. Also wieder Standard. Ja, während bei Tune ist wirklich dieser Widowmine Drop verliert. Den an der Factory werden zwei Widowmines gebaut und der Starport wurde auch gerade gesetzt. Der Marine kriegt aber eine Prop. Jo, die zweite sogar. Da ist eigentlich ein Adept. Hätte nicht sein müssen. Interessant, dass Tune Gebäude geliftet hat und gewechselt. Factory jetzt vorne ist. Stimmt, interessant, aber wollte scheinbar schnelle Widowmines haben. Ja. Warum auch immer. Vielleicht gegen Oracle. Vielleicht gegen Adept, was sich nach vorne bewegt und es. Also es ist auch gerade auf dem Weg und wenn das jetzt einfach geradewegs in die Natural läuft, dann wird es wahrscheinlich an der Mine sterben. Das ist wohl wahr, schauen wir mal. Was ich interessant finde, ist eine schnelle Robo-Bay auf Seiten von Move. Entweder sind es einfach schnelle Kolossi oder ist es vielleicht der berühmte Disruptor-Drop, dem du viel erzählen kannst. Ja. Und das Adept stirbt gegen die Widowmine. Ja, es ist natürlich... Das hab ich so ein bisschen an den Hot of the Swarm Push mit zwei Widowmines und ein paar Marines. Ist aber drei Widowmines werden, also nur ein Widowmine Drop, sogar vier Widowmines. Das Gemeine an so einem Widowmine Drop ist, wenn man Marines auslädt, dann kriegt man als Protoss die Anzeige, du wirst angegriffen. Ja. Beim Widowmine Drop kriegt man die Anzeige, wenn alle Pops tot sind.
Wenn es zu spät ist, ja. Und auch der Observer von Mofu fliegt nicht. Also sieht es Medivac nicht, die genau aneinander vorbei. Oh, was hat Mofu? Da hat er nichts. Gar keine Einheiten stehen. Auch der, okay, der Mothership Core bewegt sich gerade runter. Der hat einen Overcharge. Macht Tune, er lädt zwei Venom 1 aus. Die wird er jetzt reinlaufen lassen. Parallel und. Sehr schöne Idee. Ja, das ist auf jeden Fall. Parallel. Und Mofu reagiert in der Natural nicht. Okay, in der Main hat er. Der Main hat das abgewehrt, da hat er ja glücklicherweise eine Cannon. Die Cannon an Natural wird jetzt erst fertig, aber insgesamt 6 Probes sind down gegen 4 Venom 1. Immer noch even von den Worker. Mules sind natürlich da so eine Sache. Hat jetzt, hätte auch schlimmer kommen können. Hätte deutlich schlimmer können. Hätten, keine Ahnung, 50 Probes sein können. Ja, gefüllt haben Vikings schon direkt. Er hat natürlich die schnellen Kolosse gesehen. Finde ich nicht eine gute Idee. Oh. Er hat noch nicht mal Stim angedrückt, dann holt schon Vikings. Ah, das. Einfach fragwürdig. Wollte jetzt auch irgendwann seine Barracks in der Factory vielleicht switchen. Ja, naja, konnte auf jeden Fall direkt einen Kolosse. Also da ist er auf jeden Fall soweit schon vorbereitet. So. Jetzt kommt ein Drop von Tune, aber Mofu hat die Möglichkeit, den zu sehen. Also liegt direkt über den Observer. Frage, ob Mofu reagiert hat. Scheint nicht drauf geachtet zu haben. Aber prinzipiell hat er halt diese eine Cannon. Verteidigung. Ein drittes Command Center von Tune auf dem High Ground Main. Ist ja noch keine Anstalt macht zu expandieren. Hat nur so Playstacked. Boah, jetzt kommt der Drop rein. Lädt aber am Pylon aus. Ruft dann Vorwarnung, also vielleicht kriegt er den Pylon. Ja, aber da ist er im Pylon kriegen wieder wegfliegen, als gar nichts kriegen. Genau, no, aber Pylon kriegen und dafür das Medivac verlieren, was natürlich Fall auch passieren kann. Das wäre keine gute Idee gewesen. Scheint irgendwie einen Two-Base-Push einen starken machen zu. Mittlerweile jetzt auf 5 Gates und es wird das Warp-Prism gekronen. Heißt, cool, sobald Drops, oder was? Nee, das nicht, aber sehr starken Timing-Attack jetzt mit 2 Kolossi. Frage, wie viele Vikings sind? 4 Vikings? 6 Vikings? 5 von 6. Er hat aber noch lange keinen Stim, hat keine Medivacs. Aber er hat Tanks, also er hat 2 Tanks. Tanks, ja, das ist natürlich. Und die wie viele Viking-Schüsse braucht man, um einen Kolossi zu. Boah. Also ich weiß, dass 16 Stück den Koloss wollen hinten. 16, okay. Also braucht man wahrscheinlich 16 Stück. Und bisher hat Tune nur 6. Das heißt, es sind 3 Schüsse braucht er. Aber die fallen relativ schnell, die Kolossi. Der Bunker ist natürlich jetzt auch down. Aber jetzt sind halt die Tanks gegen die Stalker. Und die Vikings sind auch erstaunlich gut mittlerweile gegen Stalker. Ja. 1 gegen 1 gewinnt mittlerweile ein Viking am Boden gegen Stalker. Sprechen auch zurück. Tune ist jetzt deutlich im Supply vorne. 30 Supply vorne. Sowohl im Worker Lead, Worker vorne, als auch im Army. Also hat er mehr als doppelt so viel. Einzigste, was jetzt vielleicht für spricht, ist, dass Tune weiter Vikings baut. War also aus dem Reaktor. Wenn ich glaube, wenn er dann noch 2-3 Immortals bei gehabt hätte, anstatt noch einen Koloss. Ja, wahrscheinlich. Dann wäre es wahrscheinlich, weil kein Stim, keine Medivacs. Also. Also, was ich jetzt gut finde, ist, dass Mofu statt Glossy Disruptor baut. Ja. Gerade Vikings, wenn die dann landen müssen, so einfaches Futter für Disruptor, ja, weil die einfach so langsam sind. Die haben auch Potenzial, auf jeden Fall dann so. Gute Connects. Ein Warplism wird gerade von Vikings gejagt und von einem Marine. Wird auch wahrscheinlich fallen, weil Mofu darauf achtet. Und noch ein paar Vikings dabei. So, und nach 9 Minuten ist dann auch endlich mal Stim fertig. Sehr interessant, Build Tune das spielt. Er ist im Supply deutlich vorne, er hat auch deutlich mehr Army und er scheint jetzt in die dritte von Mofu zu wollen. Die wird jetzt gerade fertig, also sehr unglücklicher Zeitpunkt. Ich sehe eigentlich nicht,
halten kann, außer der zweite Disruptor kommt noch raus und er trifft die Hits mit den Disruptern. Ich würde ja fast behaupten, dass er definitiv jetzt Traum-Connects braucht. Ja, auf jeden Fall. Oh. Tune scannt, sieht so, ja, sieht nicht besonders viel, aber er. Ufo ist ein bisschen außer Position und die Tanks werden wahrscheinlich siegen können. Und der erste Hit. Boah, der. Oh. Der war gut. Aber der war richtig gut. Hat er den zweiten auch abgefeuert gehabt? Nee, noch nicht. Aber das reicht nicht. Da kommt auch das GG. Ich hab den zweiten verloren, jetzt, ne? Ein wenig. Er hätte besser laufen können, aber so ist es. Also ich denke, ein verdientes 1-1. Im ersten Spiel hat Mofo deutlich besser gespielt, im zweiten Tune deutlich besser gespielt. Ja. Wird spannend in der Gruppenphase, wer weiterkommt. Weiterkommt. Das auf jeden Fall. Und, also wir sehen uns spätestens am Montagabend, also morgen, ab 9 Uhr. Da werden wahrscheinlich ein paar Partien in der Gruppe B dann gespielt. Jo, ich bin auch dabei. Dann endlich mal. Also dann, danke fürs Zuschauen. Ciao.